Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben es gerade 4.30 Uhr nachts. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum kommen wir jetzt ein Video? Warum 4.30 Uhr nachts? Ja, das ist ganz einfach. Ich hatte jetzt mit 2 Wochen bei meinem Vater gewesen. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, Videos zu machen. Das ist aber sehr, sehr aufwendig und ziemlich umständlich. Besonders das Uploaden dauert so 3 bis 5 Stunden und in der Zeit kann ich nichts am Computer machen oder sonst irgendwas im Internet. Da hat mir dann einfach die Motivation gefehlt. Aber jetzt habe ich wirklich so viel Bock gehabt, dass ich ein neues Format ausprobieren möchte, und zwar Minecraft Scroll. Ich habe keinen Plan, ich war noch nie auf diesem Server, den ihr hier seht. Ich gucke einfach mal auf den Server, keine Ahnung, was mich da jetzt erwartet. Ja. Gut, wie geht das hier? Scroll. Aha, das hier gibt es verschiedene Modi. Okay, okay. Ey, es kann doch jetzt nicht sein, dass es um diese Uhrzeit immer noch über... Oh Gott, okay. Okay, Premium-Server ist das. Guten Tag. Daily Rewards, okay. Nice. Kann man machen. Okay, guten Tag. Es wird ein Schüler namens Marvin vermisst. Wir haben schon fast alles abgesucht und wissen nicht mehr weiter. Laut einigen Schülern soll er sich auf einer Toilette verstecken. Als Polizisten dürfen wir aber nicht auf die Toiletten der Schüler. Kannst du uns helfen? What the fuck? Alles klar. Jo. Aufgabe erhalten. Ja, ja. Sprich mit Marvin auf den Toiletten. Ja, gut, dass ich weiß, wo die Toiletten sind. Vielleicht sind die hier irgendwo drinne. Und worauf ich halt mega hyped bin, dass da noch ein kleiner Special-Gast kommen wird, mit dem ich das vermutlich erkunden werde, diese ganze kleine Welt hier. Oder auch große Welt. Wo sind bitte die Toiletten? Flotten Bienen, alles klar. Ich bin irgendwie mega hyped. Keine Ahnung warum, aber ich habe richtig Bock. Egal, ob das jetzt irgendwie nur 50 oder 100 Aufrufe bekommt, das ist für meine Kanalgröße sau wenig. Aber das erwarte ich irgendwie. Eben wegen der Inaktivität und allem ist ein bisschen kacke, aber gut. Ich möchte jetzt bitte mal wissen, wo die Klos sind. Was ist denn das hier? Also es scheint so, dass das hier das Schulgebäude ist hier oder so. Sind die Klos im Keller? Ah, hier vielleicht. Ja. Hier sind auf jeden Fall, genau, kloartige Bereiche. Ist die Frage nur, wo? Das ist wahrscheinlich für Frauen dann. Okay. Im Mädchenklo? Wieso bist du hier? Ich verstecke mich vor dem Schulschläger. Bitte verrate Ronny nicht, wo ich mich verstecke. Du siehst aber nicht gerade schwach aus. Willst du das mit dem klären? Nein. Sprich mit Ronny. Wo ist der? Ah, da ist der. Okay. Ronny, ja, ja, du bist schon so ein kleiner Gangster. Ach, das Weichei versteckt sich vor mir auf der Toilette. Sieht ihm ähnlich. Hör zu, du kannst mich deswegen bei der Polizei verpfeifen oder du bringst mir ein Eisenschwert und bekommst was von mir. Oder ich bring dem Eisenschwert. Ich verpetze den bei der Polizei. Ich habe keinen Plan, wo ich ein Eisenschwert herbekommen soll. Ich brauche Essen, Hilfe. Vielen Dank für deine Hilfe. Als kleines Dankeschön bekommst du meine Kappe. Wir werden uns um den Rest kümmern. Oh, das ist sehr nett von dir. Polizeikappe, danke. Ich gehe mal zu Rufus. Vielleicht hätte ich da am Anfang hingemusst. Hey Olenzer, willkommen in unserer Schule. Sieh dich doch ein wenig um und sprich mit meinen Freunden Amelie, Nathan, Lola, Elias und Elias. Sie haben einige nützliche Tipps für dich. Quest starten. Oh, Spitzhacke. Nice. Alter. Wo sind die? Ah, da. Hi. Hi, du siehst aber hübsch aus. Guten Tag. Hier gibt es jede Menge Quests zu erledigen. Für abgeschlossene Quests bekommst du Belohnungen. Die Belohnungen werden von Quest zu Quest besser. Deinen aktuellen Stand kannst du mit Slash Quest abrufen. Außerdem kannst du dadurch die Quests eine coole Story erleben. Beachte aber, dass du zugleich nur eine Quest bearbeiten kannst. Ja, sehe ich hier. Elias. Da ist Elias. Sehr schön. Den nächsten direkt. Pass auf, wenn du über die Brücke in die PvP-Zone gehst. Oder Zone. Gehst. Aber wenn du dich traust, kannst du auch wertvolle Schätze finden. Zusätzlich bekommst du bei jedem Levelaufstieg einen Talentpunkt, den du verwenden kannst, um Skills zu verbessern. Oh, das ist nice. Ja, hier ist quasi das Tutorial, aber ich bräuchte wirklich was zu essen. Bei Amelie war ich. Da ist Nathan. Hi, 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 hi. In der Schule gibt es auch Minen
Um Erze zu farmen und im Level aufzusteigen. Um zu den Minen zu gelangen, musst du durch die große Eingangstür geradeaus in das Portal. Jetzt kann ich nicht mehr sprinten und das klingt ja wie Sklavenarbeit. Lola fehlt mir noch, aber ich habe keinen Plan, wo Lola ist. Ach, Lola war das. Ah, da ist Lola, Leute, ich bin blind. Hi! Hi! Hallo! Oh, danke für die Äpfel, Alter. Das, ey, nice. Wenn du durch das Portal hinter mir gehst, gelangst du auf die Plot-Welt. Dort kannst du mit /plot ein Menü aufrufen, welches dir einige Einstellungen erlaubt. Durch das Menü kannst du dich nach Hause teleportieren, Upgrades für dein Grundstück kaufen oder einstellen. Digga, ich bin nicht AFK, ich lese ein Buch. Wer dein Grundstück betreten darf. Okay. Und danke für die Äpfel. Okay, ich gehe mal da zum Minenarbeiter. Ich denke, das interessiert mich schon am meisten. Mine 1. Mine 15. Okay. Ah, sowas ist das. Kann ich den killen? Nee. Okay. So. Kann ich dem das jetzt verkaufen? Wie komme ich zurück? Physiker, what the fuck? Mir ist so angekommen, dass es in den Minen geheime Uranvorkommen gibt. Ich brauche für meine Sammlung dringend Uran. Bau 1000 Steinblöcke ab, damit ich das Uran extrahieren kann. Digga. Nee. Tschüss. Kann sie schön selber machen, Alter. /plot world. Ah, danke. Ich brauche mehr Gems. Oh, die Spitzhacke brauche ich auch. Wo ist die? Da. Einfach weggeworfen. Ja gut, das wird dann hier wahrscheinlich irgendwann mein Plot sein. Hey, ich habe es bei Elina verbockt. Ich brauche sie aber für eine Gruppenarbeit. Bringst du ihr bitte diesen Schokokuchen als Entschuldigung? Ja, gerne. Wo ist sie denn? Da oben. Es ist kein Schoko. Ich esse den selber. Oh. Okay, gut. Kann ich den droppen? Nee. Wäre auch zu komisch. Hi. Oh, danke. Danke für den Kuchen. Nimm bitte diesen Brief für Banks mit, wenn du dich auf den Rückweg machst. Liebesbrief. Oha. Jetzt geht's aber los. Zack. Ja, wieder 1500 Gems gekommen. Du hast den Kuchen zu Lina gebracht und sie hat mir diesen Brief geschrieben. Ich hoffe, dass du den Brief nicht gelesen hast. Vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Nein, habe ich nicht. Keine Sorge. Leider hat schon wieder ein Teil unserer Ausrüstung im Schülerradio den Geist aufgegeben. Ich brauche aber dringend einen Plattenspieler, sonst kann ich die Sendung morgen nicht starten. Okay, was muss ich machen? Platten? Was? Woher soll ich denn einen Plattenspieler bekommen? Och jo, wie soll ich den denn craften, Alter? Ich habe ja gar keine Items. So Leute, nach ungefähr 10 bis 15 Minuten Suche nach einem Plattenspieler bin ich dann auf den Entschluss gekommen, dass ich den craften muss. Und dafür brauche ich, glaube ich, erst ein Grundstück. Und das kriege ich leider erst, wenn ich die 10.000 Gems zusammen habe. Und das würde bedeuten, dass ich jetzt erstmal beim Minenhändler da hinten schön das ganze Gestein wegkloppen kann. Mit der Spitzhacke. Und das dauert halt und das ist ziemlich nervig, deswegen werde ich das offscreen machen. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen, falls euch die Folge gefallen hat, falls euch das Video gefallen hat und das Format, würde ich mich über positive Resonanz oder Feedback freuen in Form von Likes oder einem netten Kommentar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao, man sieht sich in der nächsten Folge.